Moin Leute, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich esse morgens gern Nutella Toast. Mit viel Nutella. Und wenn man das Nutella dann auf den warmen Toast schmiert, dann geht das viel leichter als bei einem kalten Toast. Und das, obwohl das Zeug in beiden Fällen flüssig ist. Wie man das Ganze chemisch beschreibt, darum geht's jetzt. So, wichtig hierbei ist der Begriff Viskosität. Der steht dafür, wie zähflüssig ein Stoff ist. Hat ein Stoff eine hohe Viskosität, dann ist er sehr zähflüssig. Andersrum, bei einem kleinen Viskositätswert fließt der Stoff sehr gut. Und damit man sich das auch vorstellen kann, kommen hier mal ein paar Beispiele. Ihr habt Wasser, Honig und Olivenöl. Und von denen schauen wir uns jetzt die Viskosität an. Das Wasser hat super Fließeigenschaften. Wenn ihr davon einen Löffel nehmt und den umdreht, fließt alles sofort runter und bleibt nicht auf dem Löffel hängen oder bildet Fäden. Damit müsste Wasser den kleinsten Viskositätswert haben. Beim Honig ist das schon ganz anders. Da müsst ihr ewig warten, bis der von einem Löffel runtergeflossen ist. Zudem sieht man noch gut, dass sich hier auch gerne Fäden bilden. Also der Honig ist sehr dickflüssig und müsste eine hohe Viskosität haben. Beim Öl, wisst ihr selber von daheim, habt ihr eher so ein Mittelding zwischen beidem. Es fließt nicht so leicht wie Wasser, aber auch nicht so langsam wie der Honig. Und wenn wir uns jetzt die Werte für die Viskosität anschauen, fällt auf, dass wir richtig lagen. Wasser hat eine Viskosität von etwa 1. Der Honig liegt bei etwa 10.000 und das Öl liegt bei einem Wert von 100 irgendwo dazwischen. Die Viskosität entsteht durch Reibung der Teilchen. Wenn man sich zum Beispiel Honig anschaut, fällt auf, dass hier viele Teilchen nah aneinander sind. Und um nah aneinander vorbeizukommen, müssen sich die Teilchen aneinander vorbeiquetschen. Dabei kommt es zu Reibung und es dauert länger. Fast genauso wie wenn ihr durch einen vollen Bus laufen wollt. Überall bleibt man hängen und es dauert, bis man an der Tür ist. Da eben viele Teilchen nah beieinander sind, haben Stoffe mit einer hohen Viskosität meist auch eine hohe Dichte. Sind ja eben viele Teilchen auf kleinem Raum. Stoffe mit geringer Viskosität haben daher meist auch eine geringe Dichte. Das Symbol der Viskosität ist das Eta. Die Einheit der Viskosität ist Newton mal Sekunde durch Quadratmeter. Das bedeutet so viel wie, wenn ihr zwei Platten habt, die jeweils 1 Quadratmeter Fläche haben. Zwischen beiden liegt ein Abstand von einem Meter vor und der Abstand ist durch euren Stoff, also zum Beispiel unser Wasser, Öl oder Honig ausgefüllt, dann braucht ihr bei einer Viskosität von einem Newton mal Sekunde durch Quadratmeter die Kraft von einem Newton, um die Platten mit der Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde gegeneinander zu verschieben. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, je dickflüssiger so ein Stoff, desto mehr klebt er natürlich und desto schwerer könnt ihr da die Platten verschieben. Allgemein ist noch sehr wichtig, welche Temperatur ihr habt. Ähnlich wie beim Nutella ändert sich die Viskosität mit der Temperatur. Je niedriger die Temperatur, desto dickflüssiger. Und je wärmer, zum Beispiel auf einem warmen Toast, desto besser fließt ein Stoff. Ein anderes chemisches Phänomen, das ihr beobachten könnt, ist die Löslichkeit. Wenn die euch interessiert, dann klickt einfach mal hier rein. Ansonsten, was esst ihr so am liebsten zum Frühstück? Auch Nutella-Brötchen, knusprigen Bacon oder auch einfach nur Müsli? Postet mal in die Comments. So, das war's. Jetzt wisst ihr, was Viskosität ist. Deshalb macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.